Hey Leute, heute machen wir mal eine kleine Zeitreise in der Roblox Studio Lernserie. Die Leute, die die Serie gerade Folge für Folge ansehen, machen wahrscheinlich einen kleinen Sprung in die Zukunft, während alle anderen einen Sprung in die Vergangenheit machen, denn heute geht es um den Model Tab. Ich habe schon mal ein Video zum Model Tab gemacht, dieses Video ist jedoch schon ein wenig outdated und wird in der Zukunft immer weiter outdated sein, weil Roblox einige Sachen an den Draggern in Roblox Studio verändert hat und verändern wird. Deswegen wird dieses Video hier aufgefrischt und ist somit ein bisschen aus der Zeitlinie rausgesprungen. In der Vergangenheit habe ich in der Roblox Studio Lernserie noch eine relativ kleine Roblox Studio Version verwendet mit einem zweiten Account in einer virtuellen Maschine. Das Ganze habe ich aber ab der Model Tab Folge abgebrochen, weshalb ich es jetzt nicht so dramatisch finde, dass ich das jetzt hier auch nicht mache. Ihr solltet inzwischen schon wissen, wie der View Tab funktioniert und somit solltet ihr auch wissen, wie ihr diese ganzen Fenster hier öffnet und schließt und euch nicht mehr verunsichert fühlen, wenn ihr hier irgendwelche Fenster seht, die ihr nicht versteht. Die könnt ihr einfach ignorieren. Legen wir aber erstmal los. Was ist der Model Tab? Der Model Tab ist einer dieser Tabs, die wir hier oben haben. Home, Model, Avatar, Test, View und Plugins zum Zeitpunkt, wo ich das Video hier jetzt aufnehme. Und der Model Tab, den könnt ihr öffnen, indem ihr hier einen Doppelklick drauf macht. Dann bleibt er offen. Oder ihr könnt einen einfachen Klick drauf machen, wenn das so einzeln ist. Wisst ihr ja inzwischen seit dem View-Video. Ich habe den Model Tab jetzt einmal so komplett aufgeklappt und ihr seht, das sind jetzt die Schaltflächen, die Tools, die wir hier in Roblox Studio haben. Wofür ist der Model Tab da? Der Model Tab ist dafür da, um Sachen in Roblox Studio zu bauen. Endlich mal was hier in dieser Umgebung zu erschaffen. Super wichtig, weil wenn ihr keine Spielumgebung habt, dann gibt es ja auch nichts zum Spielen. Wir fangen jetzt erstmal mit den einfachsten Sachen an, die ich bisher noch nicht erklärt habe in der Roblox Studio Lernserie. Zumindest wenn ihr sie in der richtigen Reihenfolge schaut. Und zwar die Kamera. Die Kamera in Roblox Studio bewegt man, indem man die rechte Maustaste hier in diesem Feld gedrückt hält und dann einfach die Maus bewegt. Das ist der Grund, warum ich auch aus der virtuellen Maschine ausgestiegen bin, weil in der virtuellen Maschine hat das nicht so ganz funktioniert mit dem Kamerabewegen. Dieses Fenster, das ihr hier in der Mitte seht, wo bei mir Place 1 steht, bei euch steht halt der Name von eurem Roblox-Spiel, von eurem Roblox-Place, von der Experience, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist der Viewport. Und in dem Viewport sehen wir natürlich, was in unserem Spiel abgeht. Und in dem Viewport können wir uns bewegen. Wir können uns ganz normal bewegen mit den Tasten W, A, S, D. W vorwärts, S rückwärts, A links und D seitwärts. Mit der rechten Maustaste können wir die Kamera bewegen und dann können wir das auch alles zusammen machen und uns frei bewegen. Das ist wichtig zum Bauen. Nun geht es um ein paar Beta-Features, weil die abgedateten Dragger, die es in Roblox Studio in der Zukunft geben wird, die gibt es offiziell noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und es kann auch sein, dass sie sich in Zukunft nochmal verändern werden, aber ich habe jetzt extra 2 Wochen gewartet und will nicht länger warten, dieses Video aufzunehmen. Dementsprechend zeige ich euch jetzt, wie man Beta-Features aktiviert. Features, die halt noch experimentell sind und sich noch ändern können. Dafür geht man oben links auf File. Und dann klickt man hier auf Beta-Features. Wenn ihr auf Beta-Features gedrückt habt, dann seht ihr hier alle möglichen Beta-Features, die man aktivieren kann. Ihr könnt einfach das Häkchen setzen, um sie zu aktivieren. Und unten auf Save drücken, um eure Einstellung zu speichern. Wenn ihr standardmäßig alle Beta-Features immer aktiviert haben wollt, dann wählt ihr hier oben rechts Enroll in Beta-Channel aus. Dadurch werden für euch die Beta-Features immer aktiviert, sobald sie zur Verfügung stehen. Das Feature, um das es heute geht, ist das Dragger Quality of Life Improvements Feature hier unten. Das müsstet ihr aktivieren. Wenn es bei euch nicht ist, dann ist das Feature wahrscheinlich schon fertig implementiert und ihr schaut das ein bisschen weiter in der Zukunft. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, kommt bei euch wahrscheinlich eine Meldung, dass ihr Roblox Studio neu starten müsst. Und das macht ihr dann halt einfach. Ihr schließt Roblox Studio, speichert natürlich vorher, falls ihr irgendwas gemacht habt, und startet es neu. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch Beta-Features aktiviert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für Beta-Features es waren. Vielleicht war es sogar für dieses User-Interface hier oben, das vielleicht in den Folgen vorher auch anders aussah. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber so sieht das User-Interface auf jeden Fall heute aus. Jetzt geht es aber mal ums Bauen. In einer normalen Baseplate haben wir in Roblox Studio erstmal nichts, außer unsere Baseplate, die Bodenfläche hier unten. Da kann man raufklicken, wie man will. Mit der passiert nichts, die ist fest. Warum, erkläre ich gleich noch. Und dann gibt es hier noch diesen Spawnpunkt in der Mitte und den kann man tatsächlich auswählen. Aktuell kann ich hier aber einen Linksklick drauf machen und nichts passiert. Damit ich Sachen in diesem Spiel tatsächlich auswählen kann und etwas passiert, muss ich mein erstes Tool aktivieren. Wir haben hier oben links verschiedene Tools, Select, Move, Scale, Rotate und Transform. Und das erste Tool, das Tool 1, heißt Select. Wenn ich das anklicke, ist es hier dunkel hinterlegt und ich kann dann einfach über den Spawn rüber hovern und Linksklick machen und schon habe ich ihn ausgewählt. Rechts im Explorer, um den Explorer kümmern wir uns in der Zukunft auch, ist jetzt auch diese Spawn Location ausgewählt und damit kann man jetzt Sachen machen. Ich kann zum Beispiel einen Linksklick auf den Spawn gedrückt halten und ihn einfach herumziehen. Und ihr seht, hier sind jetzt diese komischen Linien bei mir. Die sind neu, das kommt mit dem neuen Dragger Update, was mir halt zeigt, woran sich mein Dragging jetzt sozusagen ausrichtet. Unten rechts erscheinen auch ein paar Hinweise, zum Beispiel T für Tilt Towards Camera, R für Rotate Around Normal, Alt für Use Initial Orientation, Shift für Disable Snapping
und H für Toggle Hotkey Help. Wenn ich H drücke, ist das da unten weg. Wenn ich H nochmal drücke, ist es wieder an. Also wenn ihr diese Tipps da unten braucht, drückt H für Help, für Hilfe. Dann könnt ihr das an- und ausschalten, indem ihr H drückt. Auf die anderen Sachen gehen wir ein, wenn wir soweit sind. Ihr seht, aktuell rastet bei mir alles so in einem kleinen 0,5 Block Raster ein. Ihr seht, die Baseplate hat ja solche kleinen Kästchen und es rastet immer bei jedem halben Kästchen bei mir ein. Wenn ich das Einrasten ausschalten möchte, halte ich die Shift-Taste gedrückt und dann ist es super smooth. Das ist auch ein neues Feature in dem neuen Dragger-Update. Und ihr seht, ich kann jetzt richtig schön auf dieser Linie hier hin und her ziehen. Und das, obwohl ich meine Maus natürlich nicht perfekt bewege. Es ist einfach leichter jetzt, Sachen präzise zu draggen. Wunderbar. Aber das Select-Tool ist nicht alles. Wir haben das Move-Tool. Und wir haben ja gerade eben schon gemoved. Da stellt sich die Frage, wofür gibt es ein Move-Tool, um präziser zu move. Ich nenne euch jetzt ein paar Hotkeys, mit denen ihr zwischen diesen Tools wechseln könnt. Weil man will ja nicht immer oben auf Model gehen und dann hier auf Move. Ihr könnt übrigens auch auf Home gehen. Da sind Select, Move, Scale und Rotate auch dabei. Aber der letzte Transform ist nicht dabei. Ihr könnt diese Tools aktivieren, indem ihr die Hotkeys 1, 2, 3, 4 und 5 drückt. Einfach so. Früher war es Steuerung 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist es nur 1, 2, 3, 4, 5. 1 zum Select-Tool an- und ausschalten. Ihr seht, ich drücke 1 und es geht an und aus. Wenn ich 2 drücke, habe ich das Move-Tool, 3 Scale, 4 Rotate und 5 Transform. Jetzt geht es um das Move-Tool. Wenn ich ein Part anklicke mit dem Move-Tool, ist es auch ausgewählt. Stellt sich die Frage, wofür gibt es das Select-Tool? Um Sachen auszuwählen natürlich. Und wenn ich mit dem Move-Tool Sachen ausgewählt habe, habe ich diese kleinen Gizmos. Diese Handle, wo ich einerseits auf der Z-Achse Parts bewegen kann, auf der X-Achse Parts bewegen kann und auf der Y-Achse Parts bewegen kann. In Roblox Studio ist die Hoch-Runter-Achse Y und sie ist grün, Z ist blau und links und rechts oder na eigentlich vor und hinten, während X links und rechts ist und rot, weil eigentlich ist die Orientierung ungefähr so. Das ist die Orientierung in Roblox Studio. Wenn ihr STRG und Z drückt, könnt ihr Sachen natürlich rückgängig machen. Wenn ihr STRG Umschalt Z drückt, könnt ihr Sachen wieder vorgängig machen, also rückgängig machen sozusagen. Aber das ist ja in vielen Programmen so, sollte man wissen. Eine der Neuerungen ist natürlich, dass wir, wenn wir jetzt hier draggen, sehen, wie weit wir gedraggt haben und danach bleibt diese Zahl bestehen und wir können anpassen und sagen, ich wollte nicht um 11 Stats draggen, sondern nur um 10. Dann drückt man Enter und es wird aktualisiert auf die 10. Wenn ich STRG Z mache, ist es wieder 11 und dann wieder zurück Ausgangsposition. Ziemlich selbstverständlich, man kann Parts hin und her ziehen. Wenn ihr mit mehr arbeiten wollt, als nur mit eurem Spawn hier, könnt ihr natürlich auch hier auf Part drücken und ein Part erschaffen. Das werden wir jetzt erstmal nutzen, um weiterhin zu arbeiten. Wenn ihr auf diesen Knopf drückt, könnt ihr ein Part erschaffen und wenn ihr hier auf diesen Pfeil unter Part drückt, könnt ihr sogar eine Kugel, eine Rampe, eine Eckerampe oder einen Zylinder erschaffen und damit dann arbeiten. Hier seht ihr einmal einen Zylinder. Wunderschön. So, ich nehme mal ein Part hier. Ich drücke jetzt STRG D, um das Part zu duplizieren und packe das andere Part hier hin. Bevor wir uns weiter mit den Einzelheiten von dem Move-Tool befassen, gehen wir nochmal auf das Select-Tool ein. Weil mit dem Select-Tool 1 kann man nicht nur ein Part selecten, man kann auch zwei Parts selecten. Aber nicht, indem man hier raufklickt, dann ist wieder dieses Part selected und das andere nicht. Wenn ihr die Taste Shift gedrückt haltet, könnt ihr ein zweites Part selecten. Wenn ihr dann weiter Shift gedrückt haltet und auf was weiteres klickt, könnt ihr es wieder selecten. Wenn ihr Shift gedrückt haltet und auf ein schon ausgewähltes Part drückt, könnt ihr dieses Part abwählen und somit könnt ihr präzise eure Auswahlen treffen. Wofür ist das wichtig? Um halt mehrere Parts gleichzeitig zu bewegen. Wenn ich jetzt 2 drücke, kann ich alle Parts gleichzeitig bewegen. Soweit so logisch. Warum erkläre ich euch das? Im View-Tab gibt es eine neue Einstellung, die inzwischen gar nicht mehr so neu ist, aber ich glaube, ich habe sie im letzten Video noch nicht richtig erwähnen können, weil sie neu dazu kam, zwischenzeitig, und zwar die Bounding-Box-Einstellung. Im View-Tab können wir hier rechts auf Selection-Style gehen und hier sehen wir einmal Outlines, Bounding-Boxes und Both. Aktuell ist bei mir, glaube ich, Outlines an, dass wir hier nur in Blau diese Outlines sehen, die Außenlinie. Außerdem kann man auch Bounding Boxes auswählen, dann sieht man halt nur die äußeren Boxen der Parts, die man ausgewählt hat. Oder Both. Bei mir merkt man den Unterschied gerade nicht wirklich, weil es sind alles Parts. Wenn man jetzt aber mit einer anderen Instanz als einem blockförmigen Part arbeitet, dann macht das schon mal einen kleinen Unterschied. Wenn ich zum Beispiel diese beiden Parts auswähle und STRG drücke, werden sie zu einem Model gruppiert. Und wenn ich jetzt dieses Model auswähle, seht ihr hier einerseits die Umrisse, die Outlines von den Parts, aber andererseits auch die, Bounding Box von dem Model an sich, wie es halt zusammengehört. Man kann auch beides auswählen. Ich glaube, ich bleibe bei beides. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, was mir am meisten gefällt. So sieht man immerhin, dass sie zusammengehören. Könnt ihr euch auf jeden Fall einstellen, wie ihr wollt. Dadurch seht ihr auf jeden Fall, was zusammengehört. Früher waren die Outlines immer blockförmig, egal welche Form euer Part hatte. Inzwischen ist das schon mal sehr viel besser geworden in Roblox Studio.
Machen wir aber mal weiter im Kontext, und zwar mit dem Scale-Tool. Mit dem Scale-Tool werden eure Pfeile zu Kugeln. Und an diesen Kugeln könnt ihr euch mit der linken Maustaste festhalten und sie hochziehen. Und ihr seht, wir skalieren hoch. Gerade skaliere ich ein Model. Dementsprechend kann ich es nur proportional skalieren. Daran kann ich nicht wirklich was ändern. Um das Model wieder aufzulösen, kann ich STRG und U drücken zum Ungroupen. Und jetzt sind die Parts wieder ungrouped. Ich kann dieses Part auswählen und ihr seht, ich skaliere nur entlang der Achse, an der ich ziehe. Ich kann so skalieren. Ich kann so skalieren und es gibt natürlich noch ein paar weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich Alt gedrückt halten und skaliere dann proportional. Ich kann Alt wieder loslassen und ich resize wieder und ihr seht, das kann ich auch so weiterführen die ganze Zeit. Gedrückt halten, loslassen. Interessant, was alles geht. Außerdem kann man natürlich mit Shift wieder Snapping deaktivieren, damit man smoother scaled. Und da unten steht noch STRG für Scale Around Pivot und ihr seht, dann wird es gleichmäßig um den Mittelpunkt des Parts herum skaliert an der Achse, die man ausgewählt hat. Wenn ich STRG und Alt drücke, dann machen wir das hier. Cool, oder? Das Rotate-Tool auf der Nummer 4 sollte ziemlich selbsterklärend sein. Es ist zum Rotieren da. Wir haben hier ein kleines Gizmo. Das ist bei mir auch irgendwie dünner geworden gerade. Kommt mir das so vor? Na, vielleicht haben die das inzwischen dünner gemacht. Da haben wir mal wieder die drei verschiedenen Achsen in ihren Farben. Die Y-Achse, auf der ich drehen kann. Die X-Achse, auf der ich rotieren kann. Und natürlich noch die Z-Achse, auf der ich rotieren kann. Hier gibt es nicht viele Möglichkeiten. Ich kann nur mit Shift-Snapping deaktivieren und das war's dann auch schon. Aber manchmal braucht ihr gar nicht das Rotate-Tool, weil ihr wollt Sachen einfach nur um 90 Grad rotieren. Und dafür könnt ihr einfach ein Part auswählen, die Taste STRG gedrückt halten und dann R drücken. Und dann rotiert sich das Part. Manchmal will man es auch einfach tilten und dafür drückt man STRG-T zum Tilten. Immer um 90 Grad. Was mich gerade ein wenig verwundert, ist, dass sie ein Feature offenbar wieder entfernt haben. Deswegen wollte ich das Video auch nicht so früh aufnehmen, weil ich wusste, dass sie noch einiges an den neuen Dragger-Tools ändern werden. Was mir persönlich sehr gefallen hat, die Rotation war animiert, sodass man besser sehen konnte, worum jetzt wirklich rotiert wurde. Vielleicht wird das bei euch auch wieder so sein, bei mir snappt es gerade direkt. Aber es kann sein, dass sich das bei euch wieder rotiert. Es kann auch sein, dass das zu einer Einstellung wird oder sogar wurde. Aber zumindest weiß ich aktuell nichts davon. Nun kommt das letzte Tool, und zwar das Transform-Tool. Das Transform-Tool ist so ein One-for-All-Tool, das ein bisschen veraltet aussieht und auch nicht wirklich häufig genutzt wird, aber theoretisch kann man damit alles machen. Ihr habt hier eine Ausgangsfläche, auf dem das Part liegt. Ihr könnt auf dieser Fläche das Part bewegen, indem ihr es einfach zieht. Ihr habt natürlich die Achsen zum Rotieren. Ihr habt auch die Möglichkeit, an Eckpunkten zu skalieren. Und ihr seht, ihr könnt es halt an den Ecken ziehen. Das ist was Neues. Anstatt an Achsen zu ziehen, was halt auch möglich ist, mehr oder weniger, halt an Eckpunkten zu ziehen. Und ihr könnt die Höhe auch noch ändern mit diesem Tool hier. Ich persönlich habe dieses Tool nie wirklich genutzt, aber ich denke, damit kann man auch einiges anstellen. Ich meine, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Tool, vor allem mit den neuen Dragger-Features, wo man jetzt auch noch sieht, was man bearbeitet hat. Ganz nett, aber ihr habt nicht die Möglichkeit, nachdem ihr eine Änderung vernommen habt, jetzt nochmal zu sehen, was die Änderung war und sie dann nochmal anzupassen. Was ich ein bisschen schade finde, aber vielleicht kommt das noch. Wenn ihr den Shortcut für so ein Tool nochmal drückt, zum Beispiel wenn ich jetzt die 5 drücke, dann komme ich zurück zum Select-Tool. Wenn ich den Shortcut für Select-Tool drücke, habe ich gar kein Tool ausgewählt und ich kann Linksklick drücken, wie ich will. Wenn ich 1 wieder drücke, kann ich wieder Sachen selecten und wenn ich irgendwo ins Nichts drücke mit dem Select-Tool, ist auch nichts mehr ausgewählt. So, jetzt haben wir die ganzen Tools behandelt. Jetzt müssen wir erstmal lernen, wie wir mit den Tools richtig umgehen, weil ihr werdet wahrscheinlich auf ein paar kleine Probleme gestoßen sein. Einerseits werdet ihr euch gewundert haben, wie ich es schaffe, einen Part um 0,5 Stats zu bewegen, während es bei euch vielleicht nur um 1 Stat geht. Ihr seht, 0,5, 1, 1,5, 2. Das liegt daran, dass wir hier Snap-to-Grid haben und bei Snap-to-Grid kann man einstellen, wie weit man Sachen bewegen können möchte und wann es snappen soll. Hier habe ich 0,5 Stats für Move eingestellt. Wenn ich das auf 1 einstelle, dann kann ich in einer Schritten snappen. Und wenn ich das auf 100 einstelle, dann habe ich das Gefühl, dass das Tool gar nicht funktioniert, weil ich ziehe, nichts passiert. Nur wenn ich ganz weit wegziehe, seht ihr 100, 200 dahin. Also vorsichtig damit sein. Ihr könnt aber auch Snap-to-Grid komplett ausschalten, indem ihr den Haken wegnehmt. Und dann ist es immer smooth. Braucht man aber inzwischen nicht mehr, weil man kann ja einfach Shift gedrückt halten. Und ihr seht auch, wenn ich jetzt Shift gedrückt halte, obwohl es aus ist, dann snappt es wieder. Und wenn ich Shift loslasse, snappt es nicht mehr. Genauso gibt es Rotate. Rotate steht bei mir auf 10. Bei euch steht es, glaube ich, standardmäßig entweder auf 90 oder auf 45. 45 finde ich eigentlich immer ganz cool, weil damit kann man wenigstens was anfangen. Denn dann kann man halt in 45 Grad Schritten rotieren. Und wenn man möchte, kann man immer noch Shift gedrückt halten, um das Snappen zu deaktivieren. Ganz cool. Des Weiteren gibt es verschiedene Modes. Es gibt Geometric und Physical. Auf die beiden Sachen werde ich noch nicht eingehen, weil die sind erst dann wichtig, wenn wir mit Constraints arbeiten. Und Constraints sind heute noch nicht wirklich unser Problem. Wir bleiben im Geometric Mode. Physical ist ziemlich egal.
Ihr werdet auch keinen großen Unterschied bemerken, denke ich. Aber darunter gibt es einen Haken für Collisions. Und wenn wir Collisions anstellen, dann können wir Parts nicht mehr in andere Parts reinbewegen. Ihr seht, es geht nicht rein, es geht nur durch höchstens. Aber es geht nicht mehr rein. Das hilft natürlich, wenn man mit physikalischen Parts arbeitet, dass die nicht ineinander stecken und dann am Ende wegfliegen. Wenn man Collisions ausmacht, kann man Parts wieder in sich reinschieben. Ich halt mal Shift gedrückt, damit ihr seht, smooth durch. Während man mit Collisions an... Smooth, durch. Smooth, durch. Dann gibt es eine weitere Schaltfläche, die ihr am besten immer aushaben solltet, und zwar Joint Surfaces. Das war früher ganz cool, als Roblox noch ein Lego-Spiel war und man Bausteine über Bausteine gepackt hat, um Sachen zu bauen. Wenn ihr das anmacht und dann ein Part auf ein anderes Part drauf macht, dann seht ihr an diesem weißen Indikator dort, dass sie gejoint werden. Die werden sozusagen zusammen zementiert. Blub. Aber sie werden zusammen zementiert mit einer alten Instanz, die inzwischen nicht mehr verwendet werden sollte, mit so einem komischen Weld. Das Weld sorgt dafür, dass die Parts später im Spiel zusammenhalten werden und nicht mehr auseinanderfallen, was man natürlich manchmal auch haben möchte. Es kommt aber auf Kosten von Performance. Ich werde jetzt einfach nochmal ein paar weitere Parts hier erstellen und werde die dann hier auch raufpacken und zusammen zementieren, so dass die eigentlich auseinanderfallen sollten. So, und dann mache ich Joint Surfaces auch wieder aus, weil wir so eine Einstellung hier nicht haben wollen. Auf jeden Fall sind diese ganzen Parts jetzt mit Welds zusammengeschmolzen, und wenn ich oben auf den Test-Tab drücke und dann unter Play auf Run drücke, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, dass man damit das Spiel testen kann, aber so testet man das Spiel hier auf Run, dann seht ihr, dass die Parts zusammenhalten. Es fällt um, aber es hält zusammen. Während, wenn sie nicht zusammengeweldet sein würden, dafür entferne ich hier erstmal die Welds wieder. Blub, 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 blub. Alle wieder entfernt. Und das Ganze dann nochmal runne. Die Parts einfach auseinanderfallen. Das ist der Unterschied. Fürs Zusammenwelden gibt es aber andere Möglichkeiten. Wenn ihr wirklich wollt, dass Parts zusammengeweldet sind, zeige ich es euch jetzt einmal. Ihr wählt einfach eure nicht mit Joint Surface zusammengewelteten Parts alle aus. Ihr könnt übrigens, das habe ich ganz vergessen, egal welches Tool ihr habt, ihr könnt immer Selections machen. Hauptsache, ihr habt eins der Tools aktiviert und mit Linksklick könnt ihr ein Kästchen ziehen und wählt dann alles aus, was in dem Kästchen drin ist. Und dann geht ihr hier rechts bei Constraints unter Create auf diesen Pfeil und wählt dann aus Weld. Und dann werden sie wieder zusammengeweldet, aber mit einem Weld Constraint, der moderner und besser ist, nicht so select, und man hat mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und dann halten die Parts auch wieder zusammen. Ihr seht, sie halten zusammen, es fällt immer noch um. Gleiches Verhalten, wenn ihr es haben wollt, ist das der Weg für euch. Aber weiter werden wir auf Constraints heute erstmal nicht eingehen. Nun kommt die letzte Sache, die noch relativ wichtig ist, wenn ihr dann etwas ein wenig komplizierteres baut, mit verschiedenen Rotationen. Zum Beispiel haben wir jetzt diese komische Konstruktion hier, die irgendwo in der Luft schwebt und die um 45 Grad so rotiert ist. Und jetzt wollt ihr ein weiteres Part zu dieser Reihe ergänzen. Wählt dafür mit der 2 das Move-Tool aus, drückt STRG D und zieht es einfach rüber. Einerseits funktioniert der Abstand jetzt nicht wirklich und ich habe kein so gutes Beispiel ausgewählt, weil ihr das Problem ziemlich einfach lösen könnt mit den Sachen, die ich euch schon gezeigt habe. Zum Beispiel klickt ihr hier Collisions an und dann könnt ihr flupp snappen und dann ist es dran. Aber wir tun einfach mal so, als ob wir Collisions nicht kennen. Dann wäre die Lösung der Local Space, weil ihr bewegt eure Parts immer im World Space. Das heißt, mit dem Koordinatensystem, die Gizmos hier sind immer nach den Koordinaten der Welt ausgerichtet. X-Achse ist immer so, Z-Achse ist immer so, Y-Achse ist immer so. Aber ihr könnt auch auf den Local Space umschalten und dafür drückt ihr einfach STRG L. Und auf einmal sind die Gizmos nach den lokalen Koordinaten des Parts ausgerichtet. Und ihr könnt jetzt wieder STRG D drücken, zieht dann einfach an der lokalen Y-Achse hoch. Blub, und schiebt an der lokalen X-Achse nach unten. Blub, und ihr habt es weitergebaut. Nach demselben Schema. Wenn ihr euch im lokalen Space befindet, seht ihr es einerseits daran, dass die Gizmos komisch aussehen bei rotierten Parts und andererseits an diesem kleinen L hier. Das ist der Indikator für den Local Space. Wenn ihr STRG L nochmal drückt, seid ihr wieder zurück im World Space. STRG L, wiederholt es. STRG L, schreibt es in die Kommentare. STRG L. Nein, schreibt bitte nicht in die Kommentare, weil ich glaube, die Kommentare werden blockiert und dann muss ich die wieder alle freigeben. Local Space, yeah. Oh, eine Sache zu Collisions könnte ich euch auch noch sagen. Wenn ihr Collisions anhabt und einen Part mit STRG D dupliziert, blub, landet es da drüber. Weil man kann ja keine Parts mehr in Parts haben. Wenn ihr Collisions aus habt und STRG D drückt, dann ist das Part in dem Part drin. Dann mache ich Collisions wieder an und dann haben wir jetzt diese schöne Konstruktion hier. Langsam wird das doch was. Nun geht's weiter mit dem Pivot. Hier seht ihr Edit Pivot. Was ist der Pivot? Der Pivot ist sozusagen der Mittelpunkt. Also zumindest bei unserem Part ist es der Mittelpunkt. Als wir Parts skaliert haben, übrigens beim Skalieren, gibt es kein Local Space. Ihr seht Local, Local, es bleibt einfach gleich, weil es so ist, wie es ist. Aber als wir ein Part skaliert haben, dann konnten wir ja STRG gedrückt halten, um es um den Pivot herum zu machen. Und der Pivot war in dem Fall der Mittelpunkt. Aber der Pivot muss nicht der Mittelpunkt sein. Ihr könnt nämlich entscheiden, wo der Pivot sein soll. Das ist vor allem fürs Rotieren sinnvoll. Wenn wir auf Edit Pivot gehen, dann seht ihr hier in der Mitte so ein Gizmo, wo alles dabei ist. Bewegen,
und rotieren. Das war's eigentlich. Skalieren ist nicht dabei. Aber ihr könnt jetzt einfach hier den Pivot bewegen, an diese Ecke zum Beispiel oder an diese Ecke. Dann können wir uns das angucken und es ist da genau an der Ecke. Ich will es eigentlich in der Mitte haben. Und dann bewegen wir es rüber und dann haben wir es hier so ziemlich in der Mitte an dieser Kante. Wir klicken nochmal auf Edit Pivot. Blub. Und dann ist der Pivot auf einmal hier und die Gizmos sehen anders aus. Und wenn ich jetzt skaliere, skaliert sich alles ganz normal. Wenn ich Steuerung gedrückt halte für Edit um den Pivot herum, dann macht er so. Dann skaliert er nur in diese Richtung, weil der Pivot hier an der Kante ist. Verstanden? Also ich habe es nicht verstanden. Viel sinnvoller ist es natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel den Pivot an diese untere Ecke hier packen. Das heißt, ich ziehe mal hier rüber, blub. Man kann ihn auch rotieren, das ergibt für andere Zwecke einen Sinn, aber für uns erstmal relativ egal. Wir klicken nochmal auf Edit Pivot, um aus dem Edit Pivot Mode rauszugehen. Drücken jetzt 4 zum Rotieren und dann kann ich einfach um den Pivot herum rotieren. Und das ist dann viel cooler, um präziser zu bauen. Sehr nützlicher Tipp, Parts um Pivots herum zu rotieren. Ihr könnt den Pivot auch wieder resetten, indem ihr auf Reset Pivot geht. Blub, dann ist er wieder in der Mitte. Übrigens, Steuerung L und dann hat man wieder die lokalen Achsen. Beim Rotieren manchmal auch ganz nützlich, nur beim Skalieren nicht wirklich. Und Snap bedeutet einfach nur, dass der Pivot zu Ecken und Kanten so snappen soll, was man in der Regel eigentlich auch möchte. Wenn ich das hier ausmache, wenn ich das hier anmache, dann snappt, dann sieht man hier die Hotspots, an die ich einfach ran pivoten kann. Wenn man hier in der Mitte ist, dann geht's besser. Wenn man einfach draggt, dann kann ich den Pivot hier an diesen unteren Punkt packen. Flup. Wunderbar. Jetzt haben wir hier mit unseren Tools schon einiges geschaffen. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich möchte das hier einfach so behalten. Ihr seht, ich habe jetzt mehrere Parts ausgewählt und die Bounding Box sieht auf einmal so aus, weil ich einerseits die Outlines und andererseits die Bounding Box habe für unsere Selection. Da seht ihr nochmal den Unterschied. Wenn ich STRG-D drücke, kann ich das Ganze duplizieren. Drücke die 2 und dann kann ich es einfach mal rüberschieben. Dann haben wir eine Kopie davon. Ich drücke STRG-R und nochmal STRG-R und dann haben wir es rotiert und dann haben wir irgendwas Symmetrisches gebaut. Was heißt symmetrisch? Packen wir es einfach mal so ein bisschen mehr in die Mitte und dann, ja, passt schon. Ganz viel Kauderwelsch, der am Ende auseinanderfällt. Aber vielleicht gefällt uns doch nicht die Anordnung dieser ganzen Parts. Wenn wir mehrere Parts gleichzeitig anordnen wollen, dafür gibt es das Align-Tool. Wenn wir hier raufklicken, kriegen wir so ein Fenster für das Align-Tool. Das ziehe ich mir einfach mal hier rein. Und da habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten, um verschiedene ausgewählte Parts zu alignen. Weil ich hier unsere schöne Auswahl nicht kaputt machen will, nehme ich mir einfach diese 4 Parts hier. Drück STRG-D, schieb sie mir hier rüber und klatsch sie auf den Boden. So, das sind jetzt unsere Parts. So. Die habe ich jetzt komplett random positioniert, aber ich möchte, dass sie in einer Linie sind. Also wähle ich jetzt all diese Parts hier aus. Ich möchte, dass sie hier auf dieser X-Achse aligned werden, und zwar mittig. Dafür drücke ich aber nicht auf X, weil wenn ihr auf X drückt, seht ihr es hier, dieses Blättchen in der Mitte. Ich möchte es eigentlich auf der Z-Achse haben. Bisschen schwierig, den Kopf rumzuwickeln, aber dafür habt ihr nochmal diesen Indikator dort. Und ihr seht, diese gelbe Platte ist die Mitte. Daran soll alles ausgerichtet werden. Ich kann statt Center auch Max auswählen. Dann seht ihr, wird alles an dieser gelben Kante dort ausgerichtet. Oder ich kann Min auswählen, dann wird alles an dieser Kante ausgerichtet. Ich kann auswählen relativ zu den Selection Bounds, also von der Auswahl. Dafür gab es ja die Bounding Box. Oder vom aktiven Objekt. Das aktive Objekt ist das letzte, das ich ausgewählt habe. Das ist dieses Part da hinten, das jetzt orange ist. Wir sagen aber mal Selection Bounds und Center. Ich sage dann Align und flupp. Alle Parts sind jetzt allein auf der X-Achse, beziehungsweise sie sind theoretisch auf der Z-Achse aligned. Dreidimensionales Denken ist manchmal ein bisschen schwierig. Align in Word oder Local Space haben wir euch ja erklärt. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses ganze Kauderwelsch hier mit der 3 rotieren um 45 Grad, dann wissen wir ja, der World Space, der Local Space ist sogar das hier, sehe ich gerade, während der World Space das hier ist. Ihr seht, es macht schon einen großen Unterschied, wenn man viel rotiert. Wenn ich jetzt sage, ich möchte alles alignen anhand der Y-Achse, also der Höhe, dafür gehe ich einfach mal hier so auf Höhe. Na, die sind eigentlich alle mehr oder weniger auf der gleichen Höhe. Ich schiebe mal ein paar von denen ein bisschen weiter nach oben, ein paar ein bisschen weiter nach unten. So, dann möchte ich sie an der Y-Achse ausrichten, aber an der lokalen Y-Achse. Die lokale Y-Achse ist so komisch verschoben, wie ihr hier gerade seht. Wenn ich jetzt noch eine weitere Achse auswähle, zum Beispiel die X-Achse, dann seht ihr das hier. Ihr seht, woran alles ausgewählt wird, je nachdem, was man auswählen möchte. Wenn man alle Achsen auswählt, dann werden alle Parts in die Mitte gezogen. Also an dieselbe Position, beziehungsweise an den äußersten Punkt, an den anderen äußersten Punkt oder am aktiven Objekt der Mitte. Gibt alle möglichen Möglichkeiten. Ich sag jetzt aber, ich möchte, dass sie alle so vom aktiven Objekt aus an der Y-Achse, dann werden die Parts alle hochgezogen, wie ihr seht. Wlupp.
Dann sind die auf einmal so allein. Damit kann man auf jeden Fall ziemlich viel Kram machen. Wenn ihr das nicht ganz versteht, probiert euch einfach aus. Es hängt immer von eurer Situation ab. Einfach nur, damit ihr das Align-Tool mal gesehen habt. Ich persönlich benutze es nicht wirklich. Aber es gibt garantiert dafür gute Anwendungszwecke. Tja, und weil der schlaue Conny einfach vergessen hat, genau die Features zu zeigen, wegen denen das Video neu gemacht wurde, muss ich das jetzt nochmal nachträglich machen. Also ja klar, wenn ihr ein Part bewegt, dann seht ihr hier, wie weit ihr es bewegt habt und könnt es nochmal anpassen. Das habe ich ja tatsächlich gezeigt. Dasselbe gilt auch für Rotationen, nur dass ihr aus irgendeinem Grund darauf dann nicht mehr so leicht zugreifen könnt. Keiner weiß warum, aber man kann es immerhin sehen. Und beim Skalieren funktioniert es auch nicht. Ich denke aber, dass das Bugs sind, die noch gefixt werden, bis das Feature aus der Beta raus ist. Außerdem gibt es jetzt einen Grid Snapping Ruler. Wenn ihr über ein Part drüber hovert, seht ihr so ein paar Snapping Points, an denen ihr das Part festhaltet. Wenn ihr es draggt, dann zieht ihr nicht mehr das Part am Mittelpunkt, sondern an dem Punkt, an dem ihr es gedraggt habt. Was bedeutet das, wenn ihr jetzt mehrere Parts habt, dass ihr dann präzise bestimmen könnt, dass ihr dieses Part von dieser Kante aus an dieser Kante ransnappen wollt und dann ist es halt auch wirklich an dieser Ecke dran. Früher wäre das immer vom Mittelpunkt ausgegangen und wäre nicht so präzise gewesen. Jetzt kann man relativ präzise auch an Parts ransnappen durch dieses Grid. Es gibt noch ein paar Bugs, die wahrscheinlich gefixt werden, wenn man mehrere Parts auswählt und dann zum Beispiel an diesem Punkt hier über den Boden schleifen will, dann fliegen die so komisch in der Luft. Keine Ahnung. Ich denke, dass der Bug noch gefixt wird. Außerdem, wenn ihr ein Part über ein unebenes Gebirge zieht, dafür gehen wir mal in den Home-Tab, öffnen den Terrain-Editor und malen hier so ein bisschen unebenes Terrain rein. Das ist auch wieder ein Feature, das so on-off funktioniert. Keine Ahnung, ob die das noch überarbeiten werden. Aber es war bisher immer so, dass wenn ihr ein Part über unebenes Terrain rüberzieht, dass sich das Part dann dem Terrain angepasst hat und dann komisch rotiert war. Das ist jetzt bei mir nicht mehr so. Und ich weiß nicht, ob das standardmäßig nicht so sein soll oder nicht, aber als die Features rauskamen, war es noch so, dass man Alt gedrückt halten musste und dann hat es immer die Standardorientierung beibehalten. Inzwischen offenbar immer, aber das kann sich auch wieder ändern. Also wenn ihr das Problem habt, dass sich das Part komisch orientiert, haltet die Taste Alt gedrückt, um daran was zu ändern. Des Weiteren, wenn ihr ein Part zum Beispiel an diesem Eckpunkt hier zieht, dann könnt ihr auch an dem Eckpunkt, an dem ihr es zieht, es rotieren, indem ihr einfach nur die Taste R drückt. Und dann ist es tatsächlich auch wieder animiert. Warum es hier animiert ist und bei Steuerung eher nicht animiert, das weiß ich nicht, aber hier, das macht T. Wie ihr seht, an dem Eckpunkt, an dem ich es festhalte und eher an dem Eckpunkt, an dem ich es festhalte. Ihr könnt natürlich auch an der Mitte ziehen und dann rotiert es sich und tiltet es sich auch wieder an dem Mittelpunkt, an dem ich es ziehe. Und hier sinkt es auch in den Boden ein. Halt relativ an dem Punkt, an dem man es festhält, auch wenn es nicht immer so ist. Ich weiß noch nicht genau, auf welchem Weg sich Roblox da einstellen wird, aber das sind ja Sachen, die werdet ihr herausfinden, indem ihr es einfach ausprobiert. Sonst gibt es, soweit ich weiß, aber keine weiteren Features, halt nur, dass es hier schön animiert ist und man halt wirklich an dem Punkt, an dem ihr es festhaltet, rotieren kann. Und das finde ich super geil. Aber ihr müsst halt wirklich dabei das Dragon noch gedrückt halten, weil wenn ihr einfach nur R drückt, oder das war jetzt T, aber wenn ihr einfach nur R drückt, ist es nicht animiert und immer vom Mittelpunkt ausgehend, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte um genau diesen Punkt hier rum rotieren, dann haltet ihr einfach da gedrückt und drückt einfach nur R ohne Steuerung. Und dann funktioniert das. Wenn ich Steuerung R drücke, funktioniert das übrigens auch noch. Steuerung R ist das hier, aber ich halte immer noch das Dragon gedrückt, also R und Steuerung R. Lustig, oder? Gut, dann weiter zurück zum Video. Nun sind wir endlich im Parts-Reiter. Den haben wir ja vorhin schon verwendet, um Parts zu erschaffen. Wenn wir hier raufklicken, wird ein Part erschaffen. Und zwar in meinem Fall jetzt ein Zylinder, weil ich das letzte Mal ausgewählt habe. Wenn ihr auf den Pfeil unten drückt, könnt ihr wieder auswählen, dass wir jetzt eine Sphere haben wollen. Yeah. Im Material Manager können wir das Material von ausgewählten Parts bearbeiten. Wir klicken ihn an, kriegen hier unten so ein Riesenfenster, das ich mir einfach mal auf den Output raufziehe, wähle ein Part aus und dann habe ich eine Auswahl von all diesen Materialien hier. Concrete, Fabric, Ground, Metal, Organic. Dann sage ich, ja, ich möchte, dass dieser Ball aus Stoff bestehen soll. Wenn wir den Material Manager hier größer machen, dann seht ihr, wenn wir auf Fabric drücken, seht ihr hier einmal eine Vorschau, wie Fabric aussieht. Habt die Möglichkeit, Apply to Selected Parts, dann wird es auf unser Part draufgemacht. Jetzt haben wir hier Fabric für unser Part ausgewählt. Wir können auch eine Variante erstellen. Dadurch wird ein neues Material erstellt. Dem können wir einen Namen geben, zum Beispiel Fabrik auf Deutsch. Base-Material ist dann Fabric. Und dann können wir hier neue Bilder auswählen, die wir entweder aus Roblox rausziehen, aus der Roblox Toolbox, oder selber hochladen für die Farben, für die Metalness, Normal und Roughness. Wenn ihr euch nicht so gut auskennt mit solchen Dingern, braucht ihr das auch gar nicht. So werden nun mal Texturen für 3D-Objekte erstellt mit einer Color Map, eine Metalness Map, eine Normal Map, eine Roughness Map. Eine Bump Map gibt es in dem Fall nicht, weil sowas wird von Roblox nicht supported. Aktuell zumindest. Und dann kann man hier noch einige andere Kleinigkeiten einstellen. Vor allem auch die physikalischen Eigenschaften des Materials. Die lassen wir aber jetzt erstmal alle so, wie sie sind. Wenn wir hiermit fertig sind, sagen wir hier wieder löschen.
Delete-Material ist weg. Wir haben jetzt Fabric ausgewählt, das reicht. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, um Materialien zu erstellen. Ich habe diesen Material Manager selber nie verwendet. Ich persönlich mache alles, was ich mit Materialien mache, mit dem Explorer und dem Properties Panel, die wir in den folgenden Folgen noch zu Genüge lernen werden. Aber es gibt auch Color. Und wenn wir bei Color unten auf diesen Pfeil drücken, sehen wir eine Übersicht von allen Brick Colors. Weil Roblox hatte früher nur diese Farben zur Auswahl. Inzwischen kann man für alles jede Farbe auswählen. Aber damals gab es halt nur diese paar Farben hier, mit denen man arbeiten musste. Und weil es das früher gab, gibt es das heute auch immer noch. Inzwischen kann man in den Properties Panel, jetzt verrate ich euch mal was, was ihr noch gar nicht wissen dürft, hier unten auf Color gehen, blub, und dann habt ihr einen ordentlichen Farbwähler, mit dem ihr zwischen allen Farben auswählen könnt, die es halt einfach so gibt. So, dann gibt es, wenn ihr einen Part ausgewählt habt, daneben noch Group, Lock, Anchor. Mit Group könnt ihr einen Part groupen. Klicken wir rauf, blub, es ist ein Model. Drücke ich STRG Z, ist kein Model mehr. Hier daneben steht noch Group as a Model, STRG G, was ich ja schon gesagt habe, oder Group as a Folder, STRG Alt G. Der Unterschied zwischen einem Model und einem Folder ist, Parts, die in einem Model sind, ich wähle mal diese beiden Parts aus, mache sie mit STRG G zu einem Model. Parts, die in einem Model sind, werden zusammen ausgewählt. Ich klicke ein Part an, beide sind ausgewählt. Parts, die in einem Folder sind, STRG Alt G, werden nicht zusammen ausgewählt, aber sind halt im Explorer geordnet. Der Folder ist nur dafür da, dass man ein bisschen Ordnung hat. Ist für euch jetzt noch nicht so relevant, aber halt, wenn ihr Ordnung schaffen wollt, dann groupt ihr Sachen am besten als Folder. STRG-ALT-G hat man hier ein bisschen mehr Übersicht, aber kann trotzdem noch alle Parts individuell auswählen. Was natürlich auch nicht das Problem ist, wenn ich jetzt alle Parts mit STRG-G zu einem Model mache, kann ich zwar nur noch das hier auswählen, aber wenn ich ALT gedrückt halte, kann ich immer noch individuelle Parts selecten. So könnt ihr individuelle Parts in einem Model selecten, indem ihr ALT gedrückt haltet. Ich halte ALT nicht gedrückt, ich kann nur das Model auswählen, ich halte ALT gedrückt, ich kann individuelle Parts auswählen, kann dann natürlich noch SHIFT gedrückt halten und weitere Parts auswählen. Oder STRG? Tatsächlich gehen SHIFT oder STRG, fällt mir gerade auf. Das wusste ich noch nie. Mehrere Parts selecten geht entweder mit SHIFT oder mit STRG offenbar. STRG-U, um ein Model wieder aufzulösen. So, dann gibt es LOCK. Wenn ihr auf Lock geht, dann habt ihr ein Lock-Tool in der Hand. Und wenn ich jetzt auf dieses Paar draufklicke mit dem Lock-Tool, flupp, geht das Schloss zu. Wenn ich nochmal auf Lock drücke, ist das Lock-Tool weg. Und wenn ich jetzt über das Paar drüber hover, kann ich selbst mit dem Select-Tool es nicht anwählen. Ihr hört, ich kann es nicht anwählen. Die anderen Parts kann ich auch nicht anwählen, weil ich habe offenbar den ganzen Folder gelockt. Lol. Ich klicke nochmal auf Lock, klicke nochmal auf das Paar drauf, es ist unlocked, klicke nochmal rauf. So. Ich nehme die Parts mal aus dem Folder raus, klicke nochmal mit dem Lock-Tool auf das Paar drauf. Und jetzt seht ihr, kann ich das Paar nicht auswählen. Aber die anderen Parts kann ich schon noch auswählen. Das Lock-Tool sorgt dafür, dass ihr einfach nichts mehr versauen könnt. Die Parts lassen sich mit den normalen Tools nicht mehr auswählen. Ihr könnt sie immer noch im Explorer auswählen. Ihr müsst es halt nur finden. Wenn die alle Part heißen, ist das schwierig, das richtige Part zu finden. Aber irgendwann hat man es und dann kann man trotzdem weiter damit arbeiten, obwohl es gelockt ist. Um Parts zu unlocken, könnt ihr hier wieder aufs Lock-Tool gehen, klickt drauf. Und der Grund, warum ihr mit der Baseplate nichts machen könnt, ist, weil die Baseplate gelockt ist. Wenn wir über die Baseplate hovern, seht ihr hier, die ist gelockt. Blup, jetzt ist sie unlocked. Jetzt können wir die Baseplate auch nehmen und können sie verschieben. Das Problem ist nur, wo sind unsere Move-Handles? Wo sind sie? Ach, da unten sind sie. Nee, ich will sie aber hier in meinem Bild haben. Um Move-Handles in euer Bild reinzubekommen, könnt ihr einfach die Taste Tab gedrückt halten. Und dann habt ihr sie in eurem Bild drin und könnt einfach verschieben. Und ihr wollt weiter verschieben, drückt dann nochmal Tab. Und verschiebt weiter. Und verschiebt weiter. STRG Z, um den ganzen Spaß wieder rückgängig zu machen. Und das Ganze gilt natürlich auch für Skalieren-Tool. Könnt ihr Tab gedrückt halten und dann kriegt ihr die Handles dorthin, wo ihr halt hinguckt. Ihr müsst immer noch mehr oder weniger über solche Parts rüberhovern. Wenn ihr irgendwo ins Nichts guckt, kriegt ihr die Handles nicht wirklich gesummoned. Ihr müsst das Paar zumindest irgendwie noch sehen und darüber hovern. Und auch das Rotate-Tool. Flupp, und dann habt ihr das Ding wieder in eurem Blickfeld. So, das war jetzt super viel. Zumindest war es für mich super viel. Wir nehmen jetzt schon 47 Minuten auf. Macht mal eine Pause, trinkt einen Tee und spielt ein bisschen rum mit den Tools. Bevor wir weitermachen, wir machen jetzt weiter, Leute. Denn hier steht Solid Modeling und das ist eine ganz solide Sache. Wir haben so eine richtig coole Form hier erschaffen, aber wenn wir das Spiel starten, dann fällt sie leider auseinander. Das ist doof. Wir haben zwar schon gelernt, dass wir es zusammen welden können, aber manchmal will man nicht unbedingt Sachen zusammen welden. Manchmal möchte man richtig Sachen zusammen fusen, so richtig ineinander stecken, dass die einfach nicht mehr, es soll einfach nicht mehr möglich sein, dass die Parts getrennt werden. Und dafür erschafft man etwas Neues aus etwas Altem. Oh, bevor ich das mache, sollte ich vielleicht die Baseplate wieder locken. Blub. Hier könnt ihr übrigens auch auf den Pfeil klicken und Unlock All machen. Gefährliche Taste, aber ist auch möglich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel diese Form hier richtig zusammenfusen wollen, dann können wir hier auf Union drücken. Blub. Und dann ist es ein einziges Part. Eine Union. Das sind jetzt nicht mehr mehrere Parts, das ist jetzt eine Union, die aus mehreren Parts besteht. Und ich kann sie tatsächlich jetzt einfach so skalieren oder so skalieren. Und damit kann ich die Parts richtig deformieren. Das gibt uns völlig neue Möglichkeit. Wenn ich STRG L drücke,
macht es immer noch keinen Unterschied. Aber was ist eigentlich, wenn ich diese Union jetzt aus Parts erschaffe, die halt komplett wild sind? Wenn ich jetzt dieses Part hier zum Beispiel mit der 4 um 45 Grad rotiere, dann alles auswähle und Steuerung, Shift, G drücke. Das ist der Shortcut, um eine Union zu erstellen. Wenn ich das Ganze jetzt skalieren will, dann seht ihr, kann ich das Part tatsächlich richtig skewen. Es funktioniert. Unions machen Unmögliches möglich. So, aber nicht nur das ist möglich mit Unions. Mit Unions kann man nicht nur Sachen zusammenstellen, man kann auch Sachen abziehen. Ich kann zum Beispiel jetzt dieses Part hier nehmen, mach mir davon eine Kopie, zieh es ein bisschen rüber, mach es ein bisschen größer und zieh das hier einfach komplett durch. Und das hier möchte ich als negatives Part haben, also drücke ich Steuerung, Shift und N. Und dann ist das Part so komisch rot. Ihr seht auch, das flackert so ein bisschen. So ein Flackern will man nicht immer haben. Dementsprechend halte ich Shift gedrückt und mache es so ein kleines bisschen größer. Oder ein kleines bisschen kleiner sogar. Finde ich cooler. Ein negatives Part wird von einer Union abgezogen, wenn wir jetzt alle Parts auswählen und dann Steuerung, Shift, G drücken. Flupp. Dann haben wir hier einfach ein Loch mittendrin. Wir können jetzt unfassbare Formen erstellen. Alles nur dank Unions. Und auch das kann ich dann wieder lustig skalieren. Und beim Skalieren passieren Dinge, so wie sie eigentlich auch funktionieren sollten. Es ist unfassbar, oder? Also ich finde es super cool. Wenn ich diese Union jetzt wieder auflösen möchte in ihre ursprünglichen Teile, wird das nicht mehr funktionieren, weil ich die Union so deformiert habe, dass man natürlich so ein Part hier gar nicht haben kann. Aber es ist möglich. Man kann eine Union auch wieder auseinandernehmen, indem man auf Separate drückt oder Steuerung, Shift und U drückt. Also drücken wir jetzt Steuerung, Shift und U. Und dann fragt er dich, möchten wir die Skalierung resetten oder möchten wir die Skalierung applyen? Wir versuchen es mal mit, wir applyen die Skalierung und jetzt haben wir ein Part, welches nicht mehr komisch geskewt ist, aber für alle anderen Parts wurde die Skalierung mehr oder weniger richtig angewandt. Krass, oder? Und tatsächlich könnt ihr nicht nur Parts für Unions verwenden, ihr könnt natürlich auch Kugeln für Unions verwenden. Und ihr seht, die Kugel hat eine andere Farbe, weil ich hier bei Color eine andere Farbe ausgewählt habe als Standardfarbe. Wenn ich jetzt diese Union mit diesem Part zusammenfuse, weil ja, man kann auch Unions für Unions verwenden, Steuerung, Shift, G, blub, dann sind die zusammengefasst und ihr seht tatsächlich, die Farben bleiben erhalten. Die Farben bleiben einfach erhalten. Ihr könnt natürlich auch bei der Union später auswählen, dass man die Part-Color nehmen soll und dann bleiben die Farben einheitlich, aber man kann einfach die Farben erhalten. Funktioniert das auch mit Materialien? Probieren wir es einfach mal aus. Wir wählen Neon aus, was ja ein wildes Material ist, drücken Steuerung, Shift und G. Aber das, muss ich euch leider enttäuschen, funktioniert nicht. Das Material bleibt bei einem Ausgangsmaterial. Aber immerhin bleiben die Farben erhalten. Und interessanterweise, wenn wir dieses Part jetzt hier negativ machen mit Steuerung, Shift und N und dann abziehen mit Steuerung, Shift und G, dann wird sogar die Farbe von dem Part, das wir negativ gemacht haben, in das Loch reingefräst, das wir mit dem Part erschaffen. Cool, oder? Ihr seht, mit Unions habt ihr unfassbar viele, eigentlich nahezu unmöglich viele Möglichkeiten, alles Mögliche zu bauen. Es wird nur irgendwann ein bisschen komplizierter, weil man ist halt auf diese paar Ausgangsformen hier beschränkt. Aber es ist sehr viel möglich. Vor allem, wenn wir das Ganze jetzt wieder komisch skalieren. Vlup. Dann haben wir auf einmal hier so einen Zylinder-Dings da reingezogen. Dann vlup, vlup. Wie soll so eine Form in Roblox möglich sein? Fragt ihr euch. Mit Unions. Okay, genug auf Unions eingegangen. Solid Modeling seht ihr hier oben. Wir können das natürlich jetzt alles wieder separaten. Diesmal sage ich Reset Scale und alles ist wieder normal. Die Union hier auch wieder separaten. Und ich lösche auch alles. Jetzt haben wir nur noch die hier. Eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, ist Anchoren. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich euch zeigen sollte. Weil immer dann, wenn ihr ein Part erstellt, wollt ihr es in der Regel anchoren. Also wählt ihr jetzt alle Parts aus, die ihr noch nicht geankert habt. Und drückt hier auf Anchor. Dass das dunkel hinterlegt ist, weil dann sind die Parts geankert. Wenn ihr ein Part anwählt, sollte da oben geankert stehen. Anchor bedeutet, dass das Part nicht mehr von der Physik beeinflusst wird, sondern einfach dort schweben bleibt. Wenn wir das Spiel jetzt testen, dann startet sich das Spiel und die Parts bleiben einfach da, wo sie sind. Wenn ich dieses Part jetzt, während ich das Spiel teste, auswähle und Anchor ausmache, wlupp, fällt's runter. Und das macht die meisten Spiele kaputt, weil die meisten Parts in euren Roblox-Spielen sollen geankert sein. Dementsprechend vergesst niemals Parts zu ankern oder ich werde euch finden. Hätte ich vielleicht früher erklären sollen. Naja, auf den Constraints-Bereich hier gehen wir nicht ein. Und auf die weiteren Schaltflächen hier hinten gehen wir eigentlich auch nicht wirklich ein. Aber wir gucken einfach mal durch, was ich euch erklären kann. Es gibt Effects, das ist ziemlich alt. Da habt ihr die Möglichkeit zwischen Explosion, Fire, Point Lights, Smoke, bla 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 auszuwählen. Das sind Effekte, mit denen man Sachen machen kann. Ihr könnt zum Beispiel hier einfach ein Part auswählen. Schieben wir das Part mal hier hin. Im World Space, wlupp, wählen dann Effekt, Particle Emitter und da kommen Partikel raus. Oder ihr könnt auswählen Fire und dann kommt da Feuer raus. Die meisten Sachen sind alt. Fire ist so ein veraltetes Ding. Genauso sind auch Sparkles ein ziemlich veraltetes Ding. Braucht man beides nicht mehr, weil es gibt halt Particle Emitter und mit Particle Emittern könnt ihr alles selber einstellen. Dasselbe gilt auch für Smoke, ist veraltet. Point Light, wenn ihr ein Licht haben wollt. Weil ja, man kann Licht
abwehren. Außerdem gibt es noch Trails. Die funktionieren aber nicht, wenn ihr dafür keine Attachments einbaut. Und wie man das macht, erkläre ich euch heute einfach noch gar nicht. Dasselbe gilt auch für Beams. Die funktionieren auch nicht ohne Attachments. Dann gibt es noch Explosions. Habt ihr es gesehen? Ich drücke nochmal Explosions. Die explodieren einfach direkt. Und das immer in der Mitte eures Workspaces. Explosions braucht man eher in Scripts. Die kann man nicht einfach im Building verwenden. Solltet ihr sein lassen. Dann gibt es hier eine Schaltfläche, mit der könnt ihr einen Spawn hinzufügen. Und der Spawn ist tatsächlich ein Part namens Spawn Location, wo noch ein Decal drin ist, dass da so ein Bild drauf ist. Das Ding könnt ihr auch skalieren und in einem Roblox-Spiel spawnen Spieler auf einem Spawn. Und wenn es mehrere Spawns gibt, dann spawnen Spieler random. Ich starte das Spiel einfach mal und ich spawne auf diesem Spawn hier drauf. Ich resette meinen Charakter mit Escape, R, Enter und ich spawne hier. Escape, R, Enter und ich spawne hier. Escape, R, Enter und ich spawne hier. Ah, endlich. Ihr seht, man spawnt immer bei einem random Spawn, wenn es mehrere gibt. Es gibt noch ein paar weitere Einstellungen für Spawns, aber darauf gehen wir heute noch gar nicht ein, weil wir nicht Roblox-Spiele machen, sondern es geht darum, Sachen zu bauen. Und aus irgendwelchen Gründen ist das hier alles im Model-Tab drin. Hier gibt es noch Insert Object. Wenn ihr auf Insert Object geht, dann kriegt ihr eine riesige Liste mit allen Objekten, die es im Spiel drin gibt, die ihr auch alle inserten könnt. Auf diese Liste gehen wir in späteren Folgen nochmal ein bisschen ein. Dann könnt ihr ein Model von euren Dateien hinzufügen. Zum Beispiel klicke ich hier rauf. Wenn dann in meinem Ordner Roblox Tutorial Exports, wo ich Zeugs drin speichere, welches ich aus meinen Roblox Tutorials exportiere, zum Beispiel ShopGUI, kann ich einfach mal öffnen drücken, dann ist das importiert und ich kann die Sachen dorthin packen, wo sie hin müssen. Zum Beispiel das hier muss dahin. Blub, und jetzt haben wir hier ein GUI. Aber das müsst ihr alles noch gar nicht verstehen, diesen Krimskrams. Soweit seid ihr noch gar nicht. Dann gibt es Service. Damit könnt ihr einen Service zu eurem Spiel hinzufügen, was ihr eigentlich auch gar nicht braucht. Aber hier seht ihr den Chat-Service, den Localization-Service, den Test-Service und den Voice-Chat-Service. Die sind standardmäßig nicht drin und die braucht ihr eigentlich auch nicht. Auf Services gehen wir auch in späteren Folgen ein. Dann Collision Groups. Collision Groups ist endlich mal wieder was Nützliches, weil Collision Groups entscheiden, was miteinander kollidieren kann. Wenn wir einen Part auswählen, können wir Anchor einstellen, dann ist es geankert. Diese Parts hier sind alle geankert. Dieses Part hier wähle ich jetzt mal aus, schiebe es hoch und ich sage, dass es nicht geankert ist. Wenn wir jetzt auf Collision Groups gehen und dieses Fenster einfach mal hier unten reinziehen, wo man es sehen kann, dann seht ihr, wir haben keine Collision Groups. Es gibt nur Default. Und Default ist schön. In Default kollidiert alles miteinander. Aber wir können eine neue Gruppe hinzufügen, indem wir auf New Group drücken und dann nennen wir die einfach mal Gruppe 1. So, und ich füge eine weitere Gruppe hinzu, die nenne ich einfach mal Gruppe 2. So, wenn wir auf den Table View gehen, ist es viel besser, einen Überblick zu behalten. Wir sehen hier über einen Haken, Default kollidiert mit Gruppe 2, mit Gruppe 1 und mit Default. Gruppe 1 kollidiert mit Gruppe 2, Gruppe 1 und Default sowieso. Und Gruppe 2 kollidiert auch mit Gruppe 2. Wir können jetzt aber einstellen, dass Gruppe 2 nicht mit Gruppe 1 kollidieren kann. Und dann können wir die Collision Group von einem Part auswählen. Wenn wir jetzt dieses Part hier auswählen, dann können wir zum Beispiel sagen, dieses Part soll zu Gruppe 1 gehören. Wir klicken auf das Plus und jetzt ist dieses Part in Gruppe 1. Wenn wir jetzt hier unten diese Parts alle auswählen, seht ihr, die sind alle in Default, aber ich möchte sie zu Gruppe 2 hinzufügen. Wenn wir das Ganze jetzt testen, wir wissen, diese Parts hier sind alle in Gruppe 2. Dieses Part ist in Gruppe 1. Alles andere ist Default und Gruppe 1 und Gruppe 2 können nicht miteinander kollidieren. Wir starten das Spiel und sehen jetzt einfach, es ist durchgefallen. Es hat ein bisschen geleckt. Wenn man ein Spiel startet, fällt es immer durch. Aber dafür gibt es natürlich eine Lösung, die ihr jetzt nicht habt, und zwar ein Plugin, das ich erstellt habe, mit dem ich auch Zeugs testen kann. Ich drücke jetzt Run Simulation und blub, es fällt einfach durch. Nochmal, blub, es fällt einfach durch. Wenn ich jetzt aber die Collision Group von diesem Part wieder zu Default zurückbringe, indem ich auf das Plus drücke und dann sage Run Simulation, blub, dann prallt es ab und liegt oben drauf. Das ist die Möglichkeit, die ihr mit Collision Groups habt. Ihr könnt entscheiden, was womit kollidieren kann. In richtigen Roblox-Spielen ist es vor allem dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Obby erstellt und nicht möchte, dass andere Spieler sich gegenseitig runterschubsen können, dann kann man die Spieler zusammen in eine Collision Group namens Spieler packen, die zwar mit der Map kollidieren kann, aber nicht mit sich selbst. Dann kann man einfach sagen, zum Beispiel Gruppe 2 heißt jetzt einfach Spieler und dann sagen wir bei Spieler, der Spieler nicht mit sich selbst kollidieren kann. Diese Möglichkeiten hat man. Kommen wir zu Run Script. Damit könnt ihr ein Script ausführen, welches nicht in Roblox Studio drin ist, sondern irgendwo auf eurem PC liegt. Wofür braucht ihr das? Keine Ahnung, wenn ihr ein Plugin programmiert und es testen wollt, kann man das machen, klickt man rauf, wählt dann die Datei aus und kann das Script ausführen. Nicht zu empfehlen, es sei denn, ihr seid Plugin-Entwickler und nutzt diese Funktion dafür. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Script hinzuzufügen, ein Local-Script hinzuzufügen oder ein Module-Script hinzuzufügen. Das sind drei Arten von Scripts, von denen ihr später auch noch lernen werdet, wofür die da sind. Und damit kann man sie hinzufügen, aber keine Ahnung, diese Schaltfläche, also keine dieser drei Schaltflächen habe ich jemals genutzt. Ich nutze dafür was anderes, was wir auch später lernen werden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Model-Tab habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann habe ich natürlich noch eine wichtige Bitte an alle Zuschauer, die die alte Model-Tab-Folge noch kennen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ich irgendwas vergessen habe
Was ich in der alten Folge erklärt habe, was ich heute nicht erklärt habe, weil ich kann mich auch nicht mehr an alles aus der alten Folge erinnern. Ich bin jetzt einfach durch den Model-Tab durchgegangen, habe versucht, alles möglichst auf dem Wissenslevel zu erklären, welches wir damals gehabt haben sollten. Ich bin da ein bisschen raus, ist schon ein bisschen länger her. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne ein Like da. Und ihr könnt euch natürlich auch ein weiteres Video hier anschauen. Bis dann und ciao!